Hallo und willkommen zum fünften Teil mittlerweile von der Let's Play-Reihe vom Neustart von Dual Universe, was wir mal mit dem zweiten Account angefangen haben. Jetzt einmal exklusiv auch für YouTube, ne, im vierten Teil. Denn nur kurz als Vorwort, wir haben ja im Stream, das ist auch schon ein bisschen her gewesen, also die Aufzeichnung, die ich jetzt mache, mache ich am, sag mal Leute, 16.06. Und wir haben am 7. Mai, haben wir nämlich die anderen Teile sozusagen vorher aufgenommen im Livestream. Und ich habe kaum was weitergemacht. Also ich kann mal eben jetzt zeigen. Wir haben ein bisschen was in den Talentplaner eingereiht. Also was ich natürlich empfehlen könnte, wenn ihr auch längere Pausen machen solltet, weil ihr verreist, was weiß ich, dann solltet ihr natürlich auch den Talentplan so ein bisschen einreihen, damit natürlich die Forschung weiterläuft und ihr halt ein bisschen was ausbildet. Ne? Gucken wir uns gleich aber mal an. Weil ich habe nicht mal eingeloggt mit dem zweiten Account und habe dementsprechend hier auch nichts weitergemacht. Also auch kein Login-Bonus. Ne? Unser Geld ist hier gerade bei 709.000 Quantas. So, und wir werden mal gucken, wie wir heute hier in dem Part weitermachen. Abgebrochen hatten wir letztes Mal einfach, weil es gab kaum Möglichkeiten, noch mehr Progress zu machen. Also wir hatten keine Aufladungen für die Mine. Wir haben dann hinterher noch, das musste ich ja leider abbrechen, weil ich habe Soundprobleme irgendwie hatte in der Aufnahme. Da war so ein Knacken drin. Gut, ich hätte den Mix noch nehmen können, dann wäre das auch ein bisschen komisch für euch wahrscheinlich gewesen. Aber da habt ihr eigentlich nichts verpasst, weil wenn ich einmal das Tool hier anmache. Bin ich gerade erstmal verwirrt, warum die Steine nicht leuchten. Ach, das sind normale Steine hier, okay. Das ist einfach nur Geröll. Bin gerade verwirrt. Haben wir so viel abgegrast? Ja, ich glaube schon, ne? Ja, haben wir anscheinend. Ne? Also hier geht es erst weiter mit den Steinchen. Und wir haben letzte Zeit dann nur einfach hier gesammelt. Und, das Inventar voll war scheinbar. Und mehr habt ihr nicht verpasst, weil mehr konnten wir einfach nicht machen. Und wir werden mal gucken, dass wir in den Teil einfach mal schauen, was so möglich wäre noch weiterhin. Ja? Ich guck mal eben. Ach, guck mal. Unser verknüpfter Behälter ist auch voll. Und das müssten wir nämlich ein bisschen ändern. Ach, da haben wir alles reingetan vom Frack. Ja, okay, ich erinnere mich. Wie machen wir es jetzt am besten? Ne? Wir brauchen auf jeden Fall eigentlich erstmal einen Lagerbehälter, damit wir ein bisschen weitermachen können. Ne? Also wir können jetzt mal hier im Nanofertiger einmal schauen. Und wir haben ja nur den XS-Container. Den können wir halt bauen. Dann müssen wir die Sachen vorher craften. Oder wir gehen halt in den Markt und kaufen uns da Behälter. Wir sind am Markt bei Heaven 11, ne, in der Nähe. Na, schauen wir mal eben. Also ich möchte auch das Video jetzt nicht großartig schneiden, nur ich kann, weil ich es ja exklusiv für euch mache, für YouTube, habe ich dann ein bisschen mehr die Möglichkeit natürlich irgendwann zum Cut zu kommen. Ja, das ist auch der Grund, warum ich hier so ein bisschen weitermachen möchte, nur bei YouTube. Weil es kommen sonst immer mal natürlich ein paar Fragen rein, die beantworte ich natürlich gerne ausführlich und das ist immer ein bisschen Füllzeit. Die das vom Thema ein bisschen abkommt und deswegen mag ich selber eigentlich so ganz gerne. Die filtern natürlich nach Entfernung. Hier haben wir Markt Heaven 11, das ist super. Ich bin aber bei Schematics drin, ne? Oder? Moment. Ich glaube, das ist ein verwirrt. Wo habe ich jetzt drauf geklickt? Elemente? Behälter S? Haben die so viele hingeliefert? Das ist ja cool. Hier sieht man aber die Unterschiede, ne? Wir haben hier drei Sachen zur Auswahl. Ach, hier haben wir so einen Bot-Verkauf, nehme ich an, mit ganz vielen Millionen. Also hier können wir wieder von Bots Behälter kaufen. Kostet aber ein Behälter 78.000, ne? Ein S-Behälter. Kriegen wir auch M? Okay. M ist aber nicht bei uns verfügbar. Doch, da. Da haben wir 9 Stück. Auch 75.000. Na, nicht schlecht. Der L-Behälter, den gibt es nicht bei uns. Das ist mir das große Problem natürlich, das wir jetzt haben, weil es kein Reset gab. Wenn es ein Reset geben würde, dann werden wir ja alle da starten und dann muss das natürlich auch wieder erstmal produziert werden. Also dann gibt es die Ware nicht, man muss mal gucken, ob es dann Bot-Verkäufe gibt. Also den Bot-Verkauf eben beim Behälter S habe ich halt eben erkannt, weil einfach die Ware so hoch war sozusagen.
Also wir hatten hier eine Menge von 200 Millionen. Ich glaube nicht, dass es irgendein Spieler gemacht hat. Aber ich glaube, der M-Behälter war, glaube ich, ganz gut, der verfügbar war. Ja, da müssen wir ein paar kaufen von, weil wir brauchen Platz. Wir müssen ein bisschen was, wir müssen ja ein bisschen was besorgen können. So. Aus dieser Order kaufen. Und da kaufen wir, wie viel können wir denn kaufen? Da kommen wir, da sind noch welche drin für ein paar andere. Kaufen wir mal 5 Stück. So, das ist geschehen. Pro Stück 75.000. Ich weiß nicht, ob das ein guter Preis war. Das möchte ich jetzt nicht in dem Let's Play jetzt hier weitermachen, aber man kann halt nachgucken, es gibt bei verschiedene Tabellen, wie das halt, sozusagen, was es halt so kostet, so einen Behälter zu bauen. Und ja, dementsprechend gibt es da verschiedene Preise. Ich meine aber, die waren eigentlich teurer. So, ich habe nur keinen Platz mehr in meinem Inventar. Das heißt, das wird ein Problem sein, das gleich hier hinzubekommen. Eine Idee wäre, unser Fahrzeug dazu zu benutzen oder zu missbrauchen. Das testen wir einfach mal. Also wir steigen einfach mal hier wieder ein. So, und huschen da mal eben zum Markt. Und das haben wir ja im letzten Teil umgebaut, dass wir damit auch sogar fliegen können und nicht nur ein Hovercraft-Fahrzeug haben. Ob ich mich hier geschickt anstelle und ob wir richtig auf dem Markt landen können. Und ganz wichtig, wir müssen dann natürlich in Talente einmal reingehen. Ich weiß nicht, wie weit ich diesen Let's Play hier machen möchte hinterher. Das ist einfach so ein bisschen zum Testen. Wie kann man heutzutage anfangen? Wie gesagt, wenn ein Vibe kommen sollte, dann wird es wahrscheinlich alles ein bisschen anders noch ausschauen. Weil wir einfach hier viel mehr Spieler hätten. Und die brauchen natürlich auch alle Erz. Also die Preise werden hochgehen. Man wird das Angebot teilweise nicht haben, wenn Nova Quark halt hingeht und sagt, komm, wir geben euch ein bisschen was. Ich kann euch schon von hier aus drauf zugreifen, oder? Kann ich das? Hier habe ich die Behälter drin. Problem ist, ich habe nur... Okay, das wird schwierig. Ich kann noch niemals einen rein. Nee, das ist ganz mies gerade. Pass auf, wir machen Folgendes. Wir werden an den Markt einmal gehen und die Sachen, die wir dabei haben, werden wir einmal reinstellen. So, wir haben nämlich im Nanopaket... Warum ist das geschlossen? Okay, wir können es, glaube ich, noch nicht von unten machen. Ich gehe mal hoch, um zu merken. Ganz ehrlich, im Hauptspiel, da habe ich letzte Zeit einfach nur noch immer wieder gehandelt aus der Ferne, ne, mit dem Delivery-System. So, ja gut, wir hatten... Kriege ich einen rein? Ich kriege natürlich keinen rein. Wir können natürlich auch erstmal zwischenlagern. Na, oder können wir nicht. Wir erstellen direkt eine Verkauforder. Gut, man könnte es trotzdem als Puffer nutzen. Aber ich werde mal Malachit, werde ich mal... wie viel haben wir denn davon? Nee, davon haben wir noch gar nicht so viel. Reines Lithium haben wir ganz viel. Oh, das ist gerade ärgerlich. Komm, das Bauxit. Dass mein Inventar so klein ist, bin ich auch nicht gewohnt. Ich guck mal, ich könnte jetzt natürlich einfach eine Verkaufsorder machen. Die eh keiner holt, aber ich denke mal, hier wird es eh keiner... Wir können es zur Not noch abbrechen später. Ich nehme einfach den Average Price hier und tue es einfach reinstellen. Ach, herrje. Das ist ein bisschen ein Problem, was ich immer wieder nicht verstehe. Ja, also hier erkennt ihr nicht unsere Ware, wenn man einfach was reintippt, irgendwas, und das rot wird, geht man einmal hier runter und dann haben wir die maximale Menge. Und ich möchte gerne, hier wird mir der Preis angezeigt und ich will immer wieder, das passiert mir so häufig, den Preis hier angeben. Ich weiß nicht, ob es euch auch mal immer passiert, aber dass es eine Zeile da drunter ist, ich finde es ein bisschen komisch gelöst. Also ich würde es anders gestalten. Ich mache mal hier eine Woche und ja, wir würden ein bisschen was rausbekommen.
Mir geht es immer darum, dass ich ein bisschen Platz bekomme. Dann kriege ich nicht mal einen rein. Doch, einen kriege ich rein. Das war nur das Paket. Okay. Jetzt haben wir schon mal einen drin. Das ist gut. Und was ich jetzt vorhatte, es kann nur wieder sein, das haben sie nämlich mal abgeschafft, dass man hier auf dem Marktgebiet am Fahrzeug bauen kann. Ah, das geht aber. Ich kann da rumschnibbeln. Und jetzt nehmen wir einfach mal das Paket und bauen den drauf. So. Ich mach's einfach so, ne? Ich verschiebe ihn einfach. Und es muss jetzt nicht optisch toll sein oder passend sein. Ich will ihn einfach nur drauf haben einmal, ne? Der wiegt auch ein bisschen. Ich hoffe, wir kriegen das Fahrzeug noch hoch. Ich möchte nur für die anderen Behälter haben, dass ich die da einfach transportieren kann. Der Behälter an sich ist, glaube ich, auch schon so schwer, dass das nicht geht, richtig? Ja, wir schleifen am Boden. Wir haben nicht mal genug Power, weil der wiegt halt ein bisschen was. Okay, das ist ärgerlich. Das schaffen wir so nicht. Dann, wie viel wiegt denn der? Gucken wir mal eben. Da, inspizieren. Da ist nämlich nichts drin. Na gut. Er wiegt 7,42 Tonnen. Das ist für unser kleines Auto ein bisschen too much. Das heißt, wir können jetzt einfach nur hingehen und sagen, jo, ich sammle ihn wieder ein. Nehme ihn in mein Inventar auf. Die anderen lassen wir noch da. Okay. Dann fliegen wir erstmal so zurück. Und wir müssen mal gucken, dass wir irgendwann einen Transporter dann hinbekommen hinterher. So, wo ist unsere Basis? Ist da an der Markierung? Muss ich mir eben schauen. Ich glaube schon. Ja, sieht so aus. Okay, dann fliegen wir einmal zurück. Und dann tue ich ihn einfach zum Hub dazu Ich bin noch nicht ganz warm geredet. Einfach zum Hub hinzufügen. Und dann haben wir da einfach ein bisschen mehr Kapazität, dass wir gleich ein bisschen Erz reintun können. Die Idee wäre halt, vielleicht eine kleine Produktion zu machen für Maschinen, die uns schon mal ein paar Teile vorproduzieren, damit wir nicht alles immer durchmachen müssen. Das wäre zumindest meine Idee. Aber wir müssen mal gucken, ob wir es leisten können in der Episode. Und schwupp, schnell bremsen. Ein Parkplatz wäre auch schön, ne? Wenn wir hier so einen kleinen Parkplatz hätten für unser Fahrzeug. Ihr könnt übrigens noch eine Kleinigkeit machen, aber das zeige ich euch gleich, wenn wir wieder hinfliegen, weil das Fahrzeug geht nämlich immer hoch. Aber da gibt es einen kleinen Trick, da kann man auch ein bisschen was abändern. So, jetzt haben wir nämlich hier unseren Behälter. Ich gehe mal in den Baumodus. Wo können wir denn hier ein bisschen hinbauen? Ich glaube, ich platziere den einfach erstmal hier, auch wenn es nicht so schön ist. Oh, ist gar nicht schön. Ne, wir machen was anders. Dann, da haben wir auch noch eine Rampe. So. Warum ist er denn immer noch rot? Gegenwärtigen Behälter nicht vorhanden? Achso, ich habe das für Link noch an. Okay, das erklärt's. So, dann kriegen wir es aber jetzt dann doch hier hin. Steht nicht ganz drauf, aber Hauptsache erstmal da. Und jetzt verlinken wir den mit unserem Hub. Wenn da noch Platz drauf ist. Dann bis zu 10 können wir anschließen. So, und jetzt wird unser Hub sozusagen erweitert. Ja. Und jetzt haben wir wieder hier Platz. Ne? Der war eben komplett voll. Entschuldigung, hier ist der. Ne? Der war eben komplett voll. Und jetzt haben wir wieder ordentlich Platz. Also, wir haben hier nur S-Behälter gehabt. Ne? Obwohl, hier haben wir auch einen M-Behälter und kleinere S-Behälter. Ist der überhaupt angeschlossen am Hub? Ja, ne? Ja, da sind auch alle Sachen drin. Aber jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Und können mehr Sachen einmal einräumen. Ich werde erstmal meine Erze kurz hier reinpacken, damit ich die loswerde. So, auch den Sauerstoff. Und das soll erstmal reichen. Jetzt müssen wir uns um Folgendes kümmern. Wir haben ja letztes Mal nicht kalibrieren können. Das habe ich ja schon gezeigt. Wir haben ja, das ist ja der kleine Autominer. Und den haben wir ja gestellt bekommen. Der war bei unserem Konstrukt, bei unserem Gebäude hier drin.
So, der ist mittlerweile natürlich, weil wir wochenlang nicht drin waren im Spiel, ausgelaufen. Ne? Wir haben ihn auf 0%. Also erzeugt leider nichts mehr. Ne? Wir haben ihn auf Bauxit eingestellt, dass er Bauxit ziehen soll. Der tut ja nichts mehr, dann müssen wir den einmal kalibrieren. Ne? Müssen wir einmal kalibrieren. Starten wir mal. Wir haben jetzt auch ein paar Charges mehr, habe ich gerade gesehen. Muss ich gleich mal reingucken, aber wesentlich mehr. Ich ziehe das einmal auf und wir machen mal dieses Minigame. Mal gucken, ob ich den Hotspot finde. Wäre schon ganz cool, weil wir wollen relativ viel dazu ziehen. Na, da haben wir ihn schon. So. Ja, nicht ganz erwischt. So, jetzt aber. So, und da ziehen wir jetzt 3100 Liter Bauxit raus. Das fällt dann da, wo der Laser drauf trifft, auf der Oberfläche, wird das gespawnt. Also unter unserem Gebäude. Und ansonsten haben wir unsere Einheit kalibriert. Wir hatten sogar ganze 40 Charges zur Verfügung schon. Hat man am Anfang nicht, als das Ding rausgekommen ist. Da gab es, glaube ich, nur 10. Ich glaube, ich habe auch schon ein paar hoch mit dem Talent hochgepimpt. Und durch unseren Vorgang, den wir jetzt hatten, haben wir schon die Kalibrierung auf 62% gebracht. Ne? Wir ziehen jetzt ja, 21,7 hier raus, wenn wir dann auf 100% dann kalibrieren können. Was wir aber erst morgen machen können, also 24 Stunden später, dann können wir halt die volle Rate rausziehen. Aber weiterhin kommt halt nur so wenig pro Stunde an. Das ist halt für den Anfang super mies. Wie gesagt, das Problem hatten wir damals nicht. Damals sind wir unter die Erde gegangen und haben unsere Notes da rausgezogen. So, jetzt kommt mal Folgendes. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun, denn das erste ist hier drunter jetzt gespawnt. Glaubt mir, vorher war da nichts, aber ich es nicht gezeigt habe. Und das können wir jetzt hier einmal einsammeln. Ich mache mal wieder die Kette an, damit es in den Behälter reinplumpst. Hier können wir jetzt einfach Linksklick drauf machen, ne, wie wir es auch schon vorhin beim Aufsammeln schon gemacht haben, auf dem freien Feld. Oder wir machen mittlere Maustaste, dann machen wir Auto-Mode. Und dann zieht er sich so auf. Hier haben wir natürlich größere Sachen als die Sachen, die draußen rumliegen. Also 84 Liter zum Beispiel haben wir jetzt gerade in dem Großen gehabt. Und das ist halt schon ein bisschen was für den Anfang. Leider nicht genug. Ich sammle das mal hier eben mit auf. Also dafür haben die, glaube ich, auch im Design dieses Fensterchen unten gemacht. Dass wir halt da reingreifen können und ein bisschen ja, uns Erz das wegsnacken können. Ist halt interessant, weil das ist noch nicht so lange, dieses Update, dass das halt da drunter spawnt. Das war mal angekündigt. Das kam, glaube ich, jetzt mit der letzten Version, kam es rein. Ansonsten ist das Erz halt irgendwo im Gebiet gespawnt. Da konnte man erstmal irgendwie, keine Ahnung, 500, 600 Meter laufen. Man hat den Hotspot bekommen, wo das ist. Und den hat es mal abgebaut. Das war noch super nervig. Ja, das war's auch schon. So, und jetzt kriegen wir eigentlich hier nicht mehr vor 24 Stunden. Aber wie gesagt, das ist eh die kleine Popeleinheit. Aber die sollten wir auch erstmal bauen, wenn wir am Anfang nichts anderes machen können. Wir können mal eben schauen, meine Units, ob es hier einen Markt gibt. So, eine Basic Mining Unit in L, das wäre schon geiler, das wäre nämlich größer. So, gucken wir auch mal Entfernung, ja, hätten wir. Für 86.000 können wir eine kaufen. Auf dem Markt gibt es drei verschiedene Orte, also eine hat 50 Stück. Ich weiß nicht, ob sogar ich das selber bin, weil ich habe, glaube ich, auch welche dahin geschickt, bin mir nicht ganz sicher. Für einen ordentlichen Preis. Man muss aber sagen, diese Preise sind immer noch unter den Erzpreisen teilweise. Selbst wenn man die Erze für einen aktuellen Preis einkauft, zahlt man, glaube ich, oder hat man einen Ressourcenkosten von, ich glaube, 100, was war das, 170, irgendwie sowas, 170.000 für eine Basic Mining Unit. Aber wir haben ja noch ein bisschen Geld, ne, 329.000. Ich würde mal sagen, wir kaufen uns hier zwei Stück. Ich muss gleich noch abholen. Oh, achso. Moment, eine? Wo muss ich die jetzt da einstellen? Okay. Erster Einkauf. Aha. Talentpunkte bekommen. Okay, haben wir uns gerade verstellt. Ich überlege gerade, kaufe ich noch eine? Na ja, komm, wir kaufen noch eine. Wenn man ganz frisch startet, also wenn alles gewiped werden sollte, dann wird das die nicht vorhanden sein, es sei denn, die Bots verkaufen das. Also die Nova Quark Bots sozusagen, also legale Bots. Weil man muss ja ein bisschen was aufbauen. Also ein paar Maschinchen und also direkt nach dem Start, nicht ein paar Tage später, ja. Aber ob man da was abkriegt, ist eine nächste Frage. Hier haben wir auch noch die Mining Unit S. Die kostet nicht so viel. Kriegen wir die bei uns? Die kriegen wir auch bei uns. Da sind 351 Stück vorhanden. Kostet nur 4000 eine. Da kaufe ich ein paar von, ja. Da kaufe ich ein paar von. Da kann ich euch gleich den Unterschied mal zeigen. Machen wir mal 5 Stück. So. Ist jetzt auch auf dem Depot.
Ja. Okay. Ich war gerade ein bisschen verwirrt von der Meldung, weil die kommt eigentlich nur, wenn man am Markt ist, dass man dran denkt, die Sachen mitzunehmen. Ja, unser Markt ist ja nicht weit weg. Das ist natürlich auch eine Sache, die am Anfang nicht so sein muss. Ne? Also man, ich kann es nochmal eben zeigen. Also ihr könnt mich auch gerne besuchen, wenn ihr neu anfangt. Das ist der Heaven Market 11, wie ihr es vielleicht gerade schon gesehen habt. Und ja, hier bin ich halt, so, ich sag mal, rechts oben von ihm. Und ihr könnt euch gerne natürlich hier Platz machen. Vielleicht kann ich euch irgendwann helfen. Ist, wie gesagt, nur mein zweiter Account. Ja, und hier sind wir. Und eins wollte ich euch noch zeigen. Und zwar, wie ihr das Fahrzeug ein bisschen umstellen könnt. Weil was wir jetzt haben, wenn ich mich reinsetze. So, dann macht es den hier, ne? Er startet. Und man kann ja C wieder drücken, dann geht es wieder runter. Aber ihr wollt vielleicht manuell starten. Ja? Und da können wir was einstellen. Das gilt halt für alle Raum. Weil das ist eine Standard-Config, die wir jetzt hier haben. Dann müssen wir einfach nur auf den Sitz gucken und Steuerung und L drücken. Und dann kommen wir halt in den Lua-Editor. Und da gehen wir auf Unit. Und wir gehen auf Start. Die Unit ist halt unser Sitz sozusagen. Da sind alle Daten gespeichert. Da ist der ganze Script sozusagen drin. Und Start bedeutet, wenn wir uns reinsetzen, dann startet das Ding automatisch. Also dann startet die Unit, also der Sitz, die Kontrolleinheit sozusagen. So, wenn wir uns hier ein bisschen runterscrollen, ich meine, bei Zeil 50 war das irgendwo. 53 haben wir, glaube ich, hier. Ne? NAV Access Commander oder Command Manager Set Target Ground Altitude 4. Das bedeutet, ne, unsere Höhe, die er annimmt, sobald wir das Ding starten, setzt er auf 4 Meter über Ground, sozusagen, über den Boden. Ne? Und wenn wir aus der 4 eine 0 machen und das Ganze dann anwenden, dann haben wir das auch schon gelöst. Und wenn wir jetzt reingehen, dann macht er das nicht. Ne? Dann bleiben wir auf dem Boden liegen. Jetzt können wir natürlich mit Shift, also mit der Leertaste, hochgehen, aber wir fallen direkt wieder langsam runter. Wenn wir Alt gedrückt halten und einmal Leertaste antippen, dann stellen wir einzelne Meter dazu. Es gibt hinterher noch ein paar andere Skripte, da kann man es, glaube ich, manuell noch einstellen. Aber ich mache es mal jetzt mit den Standard-Dingern. Immer wenn ich antippe, da können wir halt die Meterzahl erhöhen. Oh, da hat er aber gerade einen guten Sprung gemacht. Und das gleiche geht dann mit C wieder, um die nach unten zu stellen. Hat, glaube ich, keine Ansicht hier irgendwo in den Menüs mittlerweile, wie hoch wir sind. Oder wie hoch es eingestellt ist. Aber so kann man halt selber für sich halt starten. Ist vor allem für Schiffe vielleicht interessant, wo man keinen Hover-Modus gerade haben will, wo man einfach nur ein bisschen hochhabern will, dann hat man Leertaste gedrückt, fährt die Triebwerke hoch und dann fliegt man nach vorne oder nach oben weg. Darf man nur nicht vergessen bei der Landung, dass das dann eben auch so eingestellt ist und man ein bisschen anders anfliegen muss sozusagen. Ich guck mal ein bisschen nur auf die Uhr, also es vergeht natürlich unheimlich viel Zeit, wenn man Juniorware spielt. Also wer am Abend 2 Stündchen hat, der kriegt natürlich ein paar Sachen gemacht. Aber so Kleinigkeiten wie hier, wir haben noch nichts gebaut, nur ein bisschen hin und her fliegen, das kostet schon Zeit, aber muss man sich teilweise auch nehmen hier im Spiel. In der Regel wird man ganz gut belohnt, also auch hinter beim Voxeln, da kann so viel Zeit vergehen für das Design. Aber es lohnt sich in der Regel dann immer. So, und dann huschen wir mal hoch, was ist das? War das letztes Mal auch schon da? Achso, die Parkregeln, ja. Auch so Sachen haben sie früher nie dran gedacht, ne? Aber das wäre schon gehabt in den ersten Teilen. Jetzt werden halt Sachen dann sozusagen entfernt. So, was nehmen wir denn zuerst jetzt mit? Das verkaufen wir oder versuchen wir zu kaufen, das reine Solidium. Vielleicht nehme ich es wieder raus und nehme es wieder mit. Wir nehmen die L-Einheit. Okay, ich habe nicht so viel Inventarplatz. Okay, nehmen wir die S-Einheit. Kann ich 5 mitnehmen? 5 nimmt er mit. Können wir eine mitnehmen? Ja, eine passt rein, 2 passten nicht. Ne? Passt noch ein Behälter? Ich glaube, ich kann sie nach unten aufziehen. Nee. Der ist zu groß, der Behälter, leider. Gut. Ist halt so, müssen wir mehrfach fliegen. Um das natürlich zu vermeiden, wäre die nächste Sache, dass wir ja irgendwie das erweitern, dass wir halt auch mehr Gewicht tragen können. Ich weiß nicht, wie viel Volumen so ein M einnimmt. Ich guck mir eben nur das Ding hier nochmal an. Hier liegt auch noch einer vor Ort. Der muss halt mal umparken, weil nach 7. Ach, guck mal, da ist er. Was ist denn das? Okay. Da hatte schon jemand, der hat da was geparkt. Aber der ist ja auch gerade aktiv. Erstaunlich.
Das gab es auch lange nicht mehr. Das war mal bei einem Update war das drin, dass man an Märkten dann immer wieder Spieler getroffen hatte. Das war, glaube ich, war das so ein Schematics? Ich glaube, so ein Schematics war das. Das war man vorher gar nicht mehr gewohnt, weil wenn man ein bisschen weiter weg war, wie bei mir auf Medis, dann war auf dem Markt nicht mehr so viel los. So, wir düsen mal eben zurück. Das ist wieder praktisch, dass wir so nah dran sind. Ich habe damals, als der große Start war, habe ich mit dem Hauptaccount gesagt, nee, ich will nicht so nah am Markt sein. Ich will mich ein bisschen von der Masse abheben. Ja, und dann bin ich 30 Kilometer weit weg gewesen vom Markt. Das habe ich schon hinterher ein bisschen bereut. Vor allem am Start, das macht es halt schwieriger. Viel später ist es egal, dann hat man halt seinen Frachter sozusagen, wo man viel reinpasst. Aber hier ist es ein bisschen blöd. So, Priorität, ich hole das ein bisschen auf die Uhr. Priorität ist natürlich, die Units jetzt zu starten, die neuen. Ja, dann machen wir auch erstmal wieder Baumenü an. Ich möchte noch keinen Konstruktor zuziehen, aber wir haben hier noch ein bisschen Platz. Ne? Also wir werden es nicht so schön machen wie hier. Hier ist er schön integriert, auch mit ein bisschen Voxelmancy mit dem Geländer. Wir werden hier erstmal unsere Konstrukte reinziehen. Und ich werde mal beide stellen. Was passiert? Moment, was habe ich jetzt gemacht? Bin verwirrt. Was ist da jetzt gerade passiert? Wo ist mir die Unit angegangen? Ich habe gerade nur bestätigt, wie viel habe ich die jetzt reingeschmissen? Oder habe ich die gerade weggeschmissen? Nicht im Ernst jetzt, oder? Moment. Löschvorgang. Ich hab die wirklich gerade weggeschmissen, weil ich das nicht erwischt habe. Ja, super. Ach, ich liebe dieses Spiel. Ja, da habe ich einfach nicht aufgepasst. Und ich wollte es auf einen Quick Access rein. Man hätte, glaube ich, auch Doppelklick machen können. Ich ziehe es halt immer gerne rein. Ja, sollte man nicht machen. Habe nicht gesehen, dass der Löschvorgang stand. Okay, haben wir gerade keine L-Einheit. Hab ich noch einen? Ich habe auch noch welche noch gehabt. Dann muss ich nochmal zurückfliegen. Super. Ich muss wieder den Haken ausmachen, sonst geht das nicht. So, was ich jetzt mache, ich trick's hier ein bisschen, wir haben ja noch ein bisschen Platz. Ich stelle die einmal hier hin, schon mal, dann fliegen wir gleich nochmal zurück. Und wir können jetzt einfach, wir müssen die einmal oben einschnappen lassen, auf wo wir ein paar Voxen haben. Und dann können wir die nämlich auch einfach hier auf so eine Oberfläche stellen. Also die sind ja mit dem Aberden ein bisschen doof aus, aber provisorisch erstmal ist das nicht verkehrt. Oh, hat auch eine kleine Animation, da baut sie jetzt hier so auf. So, und wir müssen die noch, das können wir direkt mal machen, wenn wir schon hier drin sind, die einmal verknüpfen mit dem Behälter, wo der, ja, wo der Loot hin soll. Das machen wir auch mit unserem Hub. Ah, ist noch was frei. Und wir haben es, glaube ich, schon verbunden. Ja, alles gut. So, und dann fliegen wir gleich nochmal zum Markt, aber ich werde natürlich meine Sachen einmal hier bunkern, weil sonst kriegen wir natürlich nichts rein. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich jetzt. Was macht das Spiel gerade? Okay. Ich glaube, der Server hängt auch so ein bisschen, oder? Interessant. Wenn wir eine höhere Reichweite hätten, also über einen Kilometer, dann müsste ich, das ist aber nur ein Ausnahmefall, weil ich so nah am Markt bin, dann müsste ich noch nicht mal zum Markt reisen, weil wir können hinterher bis auf, glaube ich, über 2 Kilometer diese Connection zum Behälter halt haben. Das heißt, ich könnte dann direkt zu meinem anderen Behälter das umziehen. Das geht hier aber noch nicht, ne? Wenn ich jetzt mich hier losfliege, werdet ihr gleich ein kleines Piepen hören und rechts unten was sehen. Dann haben wir nämlich diese Entfernung überschritten. So, jetzt bei 400 Meter müsste es ungefähr sein, glaube ich, ne? Verknüpfung zum Behälter wurde überschritten und deswegen geht das nicht. Aber das ist eh ein Highskill, also. Ja, die vielleicht direkt am Markt in der Nähe sind. Bei denen ist es vielleicht noch so. Jo. Die können das vielleicht noch nutzen hinterher oder relativ zügig. Aber wir sind ja auch nicht immer hier. So, noch einmal hoch. Und diesmal nicht das Ding löschen. Ich glaube, ich habe noch ein. Habe ich im Spiel schon mal ein Item so gelöscht? Ich weiß das gar nicht mehr. Fällt mir gerade so auf. Naja, wir nehmen es mal mit. Wir haben ja zum Glück 2 gekauft. Und gehen wir noch einen Behälter mit?
Nee, passt auch wieder nicht rein. Arg. 120.000 haben wir noch. So. Ich mag das kleine Schiffchen hier. Also diesen Rover. Hat was. Sieht ganz cool aus eigentlich. Wenn das der von eben ist, dass der wieder gelandet ist, dann macht das gleiche wie wir. Ne? Hin und her zum Markt. Ein paar Sachen verkaufen. Oder kaufen. Die Frage ist auch hinterher, ob sich eine kleine Industrie lohnt, um Sachen hier zu verkaufen mit gewinnbringend. Also mit gewinnbringenden Zielen. Oder ob das auch nichts wird. Also da haben sich auch schon viele beschwert, dass manche Sachen einfach hier nicht so erhältlich sind und ja, es teilweise Probleme eben gibt. Aber das ist halt bei dieser, sag mal, bei dieser Wirtschaft hier, die von zum größten Teil eigentlich von Spielern getragen wird, aber ich nehme an, dass die auch sehr viele Bot-Verkäufe wieder machen würden. Was immer schade ist, weil da das Geld natürlich aus nichts generiert wird. Zumindest bei den Ankäufen, falls es die auch gibt. Vielleicht gibt es die aber natürlich dann nicht. Bei den Verkäufen wiederum wird das Geld natürlich aus dem Spiel rausgenommen. Was teilweise hinterher auch, glaube ich, ein wichtiger Faktor ist. Deswegen haben die auch so Sachen gemacht, ja, wie die Grundstücksteuern. So, und diesmal mache ich den Fehler nicht, sondern ich mache hier einen Doppelklick. Dann haben wir es nämlich direkt an der Hand und ich habe es auch links, rechts drin in der Zeile. So, hier mache ich es einmal wieder so. Ich stelle das Ding auch hier wieder drauf. Direkt. Hier mein Auge. So. Wenn auch ungefähr, dass die hier zusammenstehen, dann kann ich mich beide bedienen. Guck nochmal eben, ob das so passt. Ja, passt so. So, und das Ding ist halt natürlich schon deutlich größer. Auch schön animiert beim Aufbauen. Ja, das ist die Standardgröße, sag ich mal so. Das ist eigentlich nur diese spezielle Größe, weil den kleinen können wir nämlich auch in so einen Nano-Crafter bauen. Können wir vielleicht uns gleich auch nochmal anschauen. Weil vielleicht haben wir nämlich am Start natürlich nicht die Möglichkeit, dass wir was im Markt haben. Oder der Markt ist dann doch ein bisschen zu weit weg. Und dann wollen wir es vielleicht auch selber bauen. So, und jetzt machen wir Folgendes. Ein Problem, was es natürlich sein kann, ist, dass wir noch zu nah am Gebäude sind, dass dann gleich die Brocken nicht so toll spawnen, wenn wir die kalibrieren. Das könnte ein bisschen ärgerlich sein. Aber wir machen es einfach mal. Ne? Das soll ja auch so ein bisschen einen leeren Effekt haben. Wir kalibrieren erstmal das Kleine. Also den schalten wir an. Ich schalte ihn mal, wir haben ja alles gleichmäßig verteilt. Ich gehe mal auf die Kohle. Einmal auf Kohle, da starten wir den. So, und ja, jetzt zieht er natürlich nichts, kennt ihr ja schon. Einmal kalibrieren. Wie gesagt, habe ich letztens auch schon mal gezeigt. Wo kann ich das hier zeigen? Ja, meine Facecam ist gerade drauf, ich kann gleich nicht ausblenden. Hier, wo der Cursor ist. Da seht ihr es ja, da ist so ein kleines Häkchen zum Ankreuzen. Da könnt ihr nämlich drauf machen, Skip All Transitions. Dann werden die Übergänge hier in den schönen Minigame werden ein bisschen geskippt. Und wir kommen schneller hier rein. Ich werde aber nochmal fürs Mining nochmal einen Guide irgendwann machen. Also neuen Guide. Wo ich ein bisschen stärker drauf eingehe. Auch wie man dann hinterher, wenn man nur noch kalibrieren möchte für den automatischen Vorgang und gar nicht mehr selber aufsammeln möchte, weil man einfach zu viele Einheiten hat, dann gibt es da eben auch ein paar Sachen, die man halt machen kann. Da würde man halt einfach kalibrieren, ohne das zu suchen. Dann ist der Wert einem egal. Man will einfach nur einmal auffrischen. Dann kann man das ein bisschen Zeit verkürzen. Ich hoffe, die überarbeiten das auch nochmal ein bisschen, das System, weil mir gefällt es nicht so so bombastisch, wenn man halt, keine Ahnung, 10 Stück pro Tag macht, reicht das eigentlich schon. Und in der Regel hat man hinterher noch mehr. So, jetzt haben wir auch 3100 Liter. Haben wir ja rausgezogen. Müssen wir mal gucken, ob das gleich stimmt. Und wir haben den jetzt mit unseren Skills auf 62% wieder kalibriert. Das heißt, wir machen pro Stunde 26,69 Liter. Ja? Auch die Kohle spawnt hier. Ich gucke nochmal eben, ich verbinde mich mal. Haben wir schon Kohle drin? Ja, wir haben 5 Liter Kohle. Die kann ich mal drin lassen. Das sollte uns ja nicht stören. Moment, das muss ich mal oben hin machen. Ich kann natürlich auch oben hier mal Kohle angeben. Und dann haben wir alle Kohleprodukte sozusagen. So, jetzt sammle ich das mal auf. Ist aber noch okay gespawnt, würde ich sagen. Also, in der Regel, als es damals einfach so auf dem Grundstück gespawnt ist, da hatten wir oftmals das Problem, wenn Konstrukte im Weg waren, also sprich Voxeln, dass da Sachen fehlten. Ne? Also sind nicht alle gespawnt, war manchmal dann ärgerlich, wenn man, ja, es unbedingt haben wollte und nicht darauf verzichten konnte. Ich
probiere demnächst noch was. Man hat auch eine Möglichkeit, dass man die ineinander spawnt. Also wenn man die in meine Units halt dicht beieinander macht oder sogar die Strahlen bündelt. Da werde ich auch mal was für machen irgendwann. In den nächsten Wochen haben wir schon ein bisschen was rumprobiert im Stream. Das geht nämlich auch. Na, wenn man so ein bisschen trickst. Denn wirklich da, wo der Laserstrahl trifft, ne, das ja hier unten ist, da in diesem Bereich, da spawnen die. Und wenn man das halt so dreht und geschickt anstellt, dann kann man halt diesen Spawn-Gebiet auf ein Gebiet halt beschränken, sozusagen. Und ja, ich weiß noch nicht, ob da ein bisschen was verloren gehen kann, weil die spawnen eigentlich auch ineinander. Aber muss man mal gucken, werde ich euch dann aber auch berichten. So, Kohle habe ich eingesammelt und man sieht 3700. Ich glaube 3100 oder war es ein bisschen mehr? Ich meine, in den 3100 stand da eben drin. Können wir nochmal reingucken. Ja, 3100, also wir haben noch ein bisschen mehr rausgezogen. Das haben wir nämlich durch unsere Talente bekommen, denke ich mal. Das werde ich schon geskillt haben, dass wir beim Einsammeln Prozente mehr rausbekommen. Ne? Deswegen sind wir jetzt bei 3700 Liter Kohle. Ne? Und die können wir dann halt wieder in Kohlenstoff wieder umbauen oder damit können wir halt was anfangen. Das ist schon mal ganz praktisch. So, das ist die große Einheit. Ich schaue nochmal bei der kleinen rein. Ne, hier haben wir bei einer 62er Kalibrierung ziehen wir jetzt ja, 26,69 raus. So, jetzt machen wir die große auch mal an. Dann nehme ich aber ein anderes Material. Wir nehmen mal das, was am meisten drin ist. Theoretisch Bauxit, ne? Bei 109 kann die Basis machen. Das heißt, Quarz passt auch noch. Also hier werden wir, deswegen kommt dann ein Ausrufezeichen. Da werden wir nämlich mit der Einheit mehr ziehen können, als eigentlich in der Wabe drin ist. Das heißt, hier ist es eigentlich ein bisschen besser angebracht. Und jetzt starten wir die hier auch. Wir kalibrieren es natürlich auch einmal. Aber wie gesagt, wegen den Charges, ne, um das machen zu können, das Kalibrieren, da finde ich schade, dass wenn man neu startet, dass man keine Charges hatte. Weil das bringt den ganzen Spielfluss durcheinander, weil man muss dann einfach tagelang pausieren teilweise. Oder einen Tag, dass man ein paar Aufladungen hat. So, da haben wir auch schon den Hotspot gefunden. So, hier sollte es nicht so viel ändern. Also hier ziehen wir auch wieder 3100 raus bei unseren Talentpunkten. Später können wir, glaube ich, auch 4500 rausziehen, wenn wir da mehr haben. Das können wir dann auch gleich uns wieder einmal snacken. Ja, einmal einholen. Und hier haben wir jetzt auch 62% Kalibrierung. Das heißt, wenn wir morgen nochmal kalibrieren können, nach 24 Stunden, dann kommen wir auf 100%, dann zieht er alles raus. Na, jetzt zieht er aber schon 66,9 pro Stunde raus. Und ja, hinterher wird es dann halt nochmal ja, fast doppelt so viel sein. Ne? Und das ist dann schon ganz, ganz interessant. Wir holen uns natürlich jetzt mal eben noch das hier rein. Dann gucken wir uns noch die Talente an und ich glaube, dann machen wir mit dem Let's Play hier, mit der Folge Schluss und wir machen dann in der nächsten weiter. Aber ich denke mal, das ist halt so der logische Prozess, nach vorne zu kommen. Also sich erstmal um das ja, um die Ressourcenbeschaffung zu kümmern. Weil man hat leider eigentlich keine anderen Möglichkeiten mehr. Also früher hat man wirklich einfach gebuddelt. Wir können auch natürlich sagen, man fliegt jetzt hoch und wird einfach ja, einen Asteroiden minern, aber das kann man auch nicht. Also das Ding ist dann doch ein bisschen zu teuer und zu groß. Da gibt es so kein Zwischending. Ne? Das macht man später sicherlich. Das ist aber auch die Frage, wenn es dann alle wieder machen, ob es dann genug Asteroiden gibt. Dann müssen eigentlich auch nochmal ein System ran, dass die öfter spawnen. Also am liebsten einmal am Tag respawnen. Was natürlich auch wieder bedeutet, dass manche, die schon aufgedeckt werden, natürlich wieder nach einem Tag vielleicht weg sind. Also das ist ein bisschen schwierig beim jetzigen System, was die hier haben. So, das Quarz haben wir aufgesammelt und wir sehen, whoopala, da gab es einen kleinen Leck. Die beiden Miner, die minern jetzt fröhlich vor sich hin. Und wie viele können wir noch aufstellen, theoretisch? Also wir können uns noch... Ja, wir können uns noch einen großen holen. Zwei große können wir uns holen, auch wenn er ein bisschen ineffizienter ist. Und dann auch einen weiteren kleinen. Da ist halt die Frage am Anfang, wie man es machen möchte. Also, die kleinen, die habe ich ja noch. Die kann ich ja noch aufstellen. Das machen wir vielleicht in der nächsten Folge noch schnell. Man kann natürlich kalibrieren, ne? Solange man Charges hat. Ich könnte theoretisch auch, ich habe es schon mal getestet, das sollte immer noch funktionieren. Selbst wenn wir nichts mehr hier im Pool haben. Ne? Also, wenn wir das auf Null haben, wenn wir so viel draufgeballert haben an Minern, dass eigentlich nichts mehr drin ist, dann zieht der pro Stunde natürlich nichts mehr raus, der neue Miner, den wir draufstellen. Aber, wenn wir kalibrieren, kriegen wir trotzdem noch unsere 3000. Zumindest funktioniert das damals, sollte eigentlich nicht, ist eigentlich Quark. Aber so könnte man halt mit mehreren S-Minern, könnte man halt öfters kalibrieren und könnte direkt Erz bekommen. Das ist vielleicht für den Anfang nicht verkehrt, solange man halt diese Charges hat. Aber wenn wir mal reinschauen, guck mal hier, eine Charge dauert mittlerweile fast 5 Stunden, um eine zu bekommen, bis wir halt 40 haben insgesamt. Ne? Und alle 5 Stunden kriegt man eins dazu. Ist schon krass lange. Ne? Also wenn mir die jetzt hier ausgehen würden, weil ich noch frisch bin und die nicht so angehäuft hätte,
Dann könnte ich sagen, okay, 5 Stunden später, dann darf ich wieder. Und dann können wir auch keine weiteren aufbauen, also ist ein bisschen blöd. So, was habe ich gesagt? Guter Letzt, Talentsystem. Das, da habe ich gefettfingert, das war noch F1. Ich habe nicht weiter ausgebaut. Ich glaube, mein Hauptaccount hat über 80 Millionen Talentpunkte. Da ich aber keine eingereiht habe, habe ich ein paar Talentpunkte noch hier oben. Ne? Die steigen jetzt ja auch immer. Aber ich meine, man kriegt normalerweise mehr. Ich meine, ich stand das hier noch irgendwo, wenn man halt was eingereiht hat. Das ist nur, dass die nicht ganz verfleuchen. Wenn euch das mal passiert, ist nicht ganz so schlimm, weil dann könnt ihr die direkt nutzen. Auch bei einem Reset von den Talentpunkten, der auch demnächst übrigens wieder kommt, in der nächsten Version, dann wandern die ganzen Talentpunkte, die ihr hier aktiv hattet, hier rein und die könnt ihr euch wieder komplett verteilen, wie ihr es haben wollt. So, wir müssen jetzt einmal gucken. Und zwar, ich will sie mal rüberschieben, es geht aber gar nicht. Und zwar einmal hier meine Unit Manager. Und da haben wir schon ein paar Sachen geskillt. Ne? Da haben wir schon die Effektivität, die Calibration Efficiency. Mein Gott, bitte mach das mal auf Deutsch. Ja, da haben wir eigentlich schon gut was reingeskillt. Die anderen Sachen, die würden halt relativ lange dauern. Hätten wir aber. Wir können aber mal gucken, was wäre interessant. Noch mehr Charges anzusammeln? Hm? Weiß nicht. Mehr Prozente zum Mining Rate, wenn wir die, wenn wir die platzieren. Das heißt, wir kriegen mehr raus. Also wir kriegen wirklich effektiv mehr Rohstoffe über die Stunden raus. Das wäre schon mal geil. Mehr Effizienz. Da bin ich mir gerade nicht ganz so sicher, ob das das war, wenn man die vernetzt, weil wir können nochmal unsere Mining Units erhöhen, indem wir die an Nachbargebiete platzieren. Aber ich glaube, das war immer flat 10%. Das ist, glaube ich, auch nochmal, dass wir dann ein bisschen mehr rausbekommen. So, das ist hier auch nochmal, dass wir, wenn wir extracten, das müsste dann mit einem Handtool, glaube ich, sein. Ich muss gerade nochmal selber schauen. Nee, das war, glaube ich, Abbauspezialist. Nee, gar nicht, war Surface Harvester. Was rede ich da? Nee, hier kriegen wir, glaube ich, auch mehr raus. Also das wäre auch nicht so verkehrt. Ja, ich bilde das mal direkt aus. Ne? Das heißt, wir nehmen oben unsere Punkte hier rein und bestätigen das. Und dann ist es direkt schon ausgebildet. Ne? Wir müssen jetzt keine Zeit warten. Wenn ich zum Beispiel sage, die 375 Punkte, die will ich jetzt hier von oben nicht abziehen, dann kann ich das Talent einreihen. So, und dann läuft es hier, es würde 2 Tage 21 Stunden dauern. Nach 2 Tagen haben wir das erst, also sehr lange. Dafür hätten wir es dann gemaxt. Ne? Ich könnte jetzt hier noch die Effizienz erhöhen, aber wir werden auch sehr viel sammeln. Also wenn man am Anfang überlegt, man hat immer kein Geld, man kann keine weiteren Mining Units aufstellen oder wenn es keinen Sinn macht. Aber wir können vielleicht immer noch die Oberfläche was absammeln. Zumindest, wenn wir noch was da liegen haben. Können wir natürlich auch überall anders machen. Wo man die Rechte dazu hat. Ich glaube, auf neutralen Gebieten geht das einfach, wenn man nach Elliot jetzt runterfliegen würde. Auf dem Mond hier in Heaven geht es wohl nicht. Hier können wir es nämlich auch nochmal erhöhen, dass wir weniger Zeit verbrauchen, ne, bis sich das Tool aufgezogen hat. Dann haben wir auch noch hier, dass wir mehr Prozente rausbekommen. Das werde ich mal direkt so ausbilden. Kostet zwar 1,1 Millionen, aber die Punkte hatte ich gerade da. Nehme ich jetzt mal rein, haben wir das schon mal fertig. Weil jetzt könnte ich nämlich auf Improved Surface Optimization gehen. Und das heißt hier, das hätte ich vorher auch schon machen können. Ja. Hier kann ich jetzt auch wieder für kleines Geld, kann ich auch nochmal 3% immer dazu bekommen pro Stufe. Und das ist halt auch ein schöner Punkt. 60.000 habe ich hier auch noch. So, die nehme ich auch noch mit. So, Rest lasse ich noch ein bisschen offen. Und das reiche ich ein. Dauert auch 2 Tage. Und das reihen wir dann auch bis, na, ich sag mal auch bis zur vorletzten Stufe rein. So, und jetzt haben wir schon, wenn wir rechts unten gucken, 7 Tage und 5 Stunden dauert das Ganze. Und auch wenn wir in der Woche jetzt nicht spielen, haben wir nach der Woche das ja fertig. Ansonsten hätten wir nichts davon. Was ein bisschen schade wäre. Wir haben aber noch hier ein paar andere Punkte, die vielleicht interessant werden, aber am Anfang bezieht sich alles ja aufs Mining. Ich denke mal, den Talentbaum für die Fabrik schauen wir uns dann in der nächsten Folge an, wenn wir uns vielleicht damit beschäftigen. Denn da gibt es auch noch ein paar ganz coole Sachen. Ansonsten Abbauspezialist und Badger oder Bagger ist halt für das alte Mining. Das bringt uns ja hier erstmal gar nichts, weil wir können ja nicht buddeln. Das hat man früher nämlich zuerst ausgeskillt. Wäre halt interessant, sobald man in Richtung Asteroiden geht, ne? Ansonsten haben wir hier noch Architekten. Das wäre vielleicht noch interessant. Denn hier können wir mehr Haupteinheiten aktiv haben. Also das würde ich auch euch empfehlen, direkt auszubilden.
So, bestätigen. Dann haben wir, da haben wir schon mal drei Haupteinheiten mehr, die wir platzieren können. So, hier schalten wir dann überhaupt die Haupteinheiten frei. Ja, also hier haben wir die XS-Kerne. Ne, das einmal ist Weltraumhaupteinheit, das andere ist die statische. Uns interessieren eigentlich jetzt so die statischen, weil wir wollen unsere Basis ja vielleicht ein bisschen erweitern noch, wo wir die Fabrik hinstellen für die nächste Folge. Und ja, da müsste man eben die einmal erhöhen. Aber ich glaube, da greife ich in der nächsten Folge einmal auf. Wir machen, glaube ich, hier an dem Punkt erstmal einen Cut. Und ja, ich werde dann in der nächsten Folge noch einmal kurz überlegen, ein paar Sachen noch eben abholen. Und dann werden wir dann hier weitermachen und gucken, ob wir uns eine Industrie schon leisten können. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ging doch wieder ein bisschen länger. Ich versuche eigentlich eine halbe Stunde zu erzielen, aber ich will auch alles drin haben. Ihr könnt mich auch gerne bei Twitch mal besuchen. Verlinkt ist alles unter der Videobeschreibung. Denn da möchte ich auch demnächst und spätestens, sobald der Vibe oder Nicht-Vibe durchgeführt worden ist, also sobald wir ein bisschen mehr Kleid haben, werde ich auch öfters wieder Julian wieder streamen und werde natürlich für euch da sein. Und vielleicht können wir da auch in der Nähe zusammen besiedeln und ein bisschen Spaß zusammen haben. Also würde mich freuen, wenn man auch nächstes Mal wieder reinschaut. Das Tutorial geht nämlich nächstes Mal weiter mit der Fabrik, dass wir dann so ein bisschen ein paar Sachen versuchen zu automatisieren und herzustellen. Und vielleicht habt ihr Bock darauf. Ich bin also immer gespannt, wie ich es anstellen werde. Also bis zur nächsten Folge. Macht's gut.